Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, heute geht es darum. Wir haben bald Weihnachten. Und ja, das Jahr wird jetzt bald zu Ende gehen. Es gibt bei vielen, ist es natürlich jetzt schon so, viele haben sich von gewissen Beziehungen, Verbindungen befreit. Aber was ist mit diesen wahren Verbindungen, in denen man sich vielleicht ja, gestritten hat, auseinandergegangen ist, nicht mehr so richtig weiß, was da so los ist und es dennoch wahrhaftige Liebe ist? Lasst uns einfach mal ein bisschen zusammen träumen. Wie wäre es denn, stell dir vor, es ist Weihnachten, du öffnest dein Postfach und darin läge ein Liebesbrief von ihm oder von ihr. Was wäre denn der Inhalt? Viele möchten gerne wissen, boah, schreibt er nochmal, schreibt sie nochmal? Ich möchte heute schauen, wie wäre es, was würde er oder dir, also was würde er oder sie dir noch gerne sagen bzw. schreiben? Für dieses Jahr. Wem das Mischen jetzt so lange dauert, der spult einfach bitte vor und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt bitte dran. Wir machen es uns sowas von krass bequem jetzt. Wir lehnen uns zurück und selbst wenn dieser Brief niemals ankommen würde, vielleicht würde hier auch eine Message tatsächlich für dich bestimmt sein. Wir atmen einmal ganz tief ein. Und ganz tief aus. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften und schmeiß mir mal einen wunderschönen Liebesbrief zusammen. Was darf ich sagen? Dankeschöni. Sup. Was darf ich sagen? Was gibt es zu erzählen? So, ich lege die Karten einmal hin. So, und das war's tatsächlich schon. Es gibt tatsächlich hier wirklich eine kleine Message for you, die ich heute erzählen darf. So. Als allererstes würde ich die Karten erstmal auflegen und dann kreiere ich euch einen wunderschönen Liebesbrief. Wir schauen erstmal. Wir haben als erstes den Trost. Das fängt ja schon mal gut an. Dann haben wir die Vergebung. Dann haben wir eine schöne Überraschung. Dunkle Geschichten, Kontraktion, Schatten, geheime Absprache und die Integration. Wow. Ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt. So, meine Lieben, ihr habt das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe die Kamera jetzt auf Stopp gehalten und habe euch einen wunderschönen Liebesbrief geschrieben. Macht einfach mal die Augen zu und versucht, meinen Worten zu lauschen. Ich lese ihn einfach mal vor. An meine liebe Maus. Es tut mir sehr leid, dass ich mich bei dir nicht mehr gemeldet habe. Doch vor uns steht ein neues Jahr und das Fest der Liebe. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Brief trösten kann und noch viel mehr, dass du mir vergibst. Ich wünsche es mir so sehr, dass ich dich hiermit überraschen darf. Wie du weißt, hatte ich nicht die beste Vergangenheit. Du bist die Einzige in meinem Leben,
die meine dunkelsten Geschichten kennt. Vielleicht ziehe ich mich aus diesem Grund immer wieder zurück und zwinge mich selbst dazu, auf meine Schatten, die ich in mir trage, zu schauen. Ich weiß, dass ich uns nur in Geheim gelassen habe. Und ich weiß, dass ich dir immer ein Rätsel war. Diese geheimen Absprachen mit dir tun mir nach wie vor sehr leid. Bitte vergib mir und sei nicht traurig. Ich werde mich dir gegenüber immer verbunden fühlen und an unser Einssein denken. Frohe Weihnachten, in Liebe dein, wer auch immer. Ja. So, meine Lieben, ein wunderschöner Brief. Mich würde es mal freuen, wenn ihr unter das Video schreibt, wie ihr diesen Brief empfunden habt, ob euch das gefallen hat. Ja, meine Lieben, wenn euch das generell gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest. Schau einfach mal unter das Video, da ist ein roter Button, den klickst du, aktivierst das Glöckchen und so verpasst du keines meiner Videos mehr. Wer noch ein bisschen Lust hat, mich auf meinem Gedichtkanal zu begleiten, schaut einfach mal unters Video. Da habe ich auch meinen Gedichtkanal für euch verlinkt. Ich würde mir von Herzen wünschen, speziell jetzt auch zu Weihnachten, wenn ihr mir dabei eine Unterstützung seid und auch diesen Kanal kostenlos aktiviert bzw. abonnieren würdet. Ja, meine Lieben, ich habe euch lieb. Bis dann. Ciao.